Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 95: Deutsche Bierkultur. Bevor die Episode anfängt, möchte ich dich noch einmal darüber informieren, dass du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über die deutsche Bierkultur. In Deutschland gibt es eine lange Tradition des Bierbrauens, die eng mit dem Reinheitsgebot von 1516 verbunden ist. Das Reinheitsgebot ist ein Gesetz, das festlegt, welche Zutaten im Bier erlaubt sind. Es besagt, dass Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hergestellt werden darf. Dieses einfache, aber wichtige Gesetz sorgt für die Reinheit und Qualität des deutschen Biers. Das Reinheitsgebot wurde erstmals in Bayern erlassen und galt später für das gesamte Land. Die Idee dahinter war, die Verbraucher vor Zutaten mit schlechter Qualität zu schützen und sicherzustellen, dass das Bier gut schmeckt und gesund ist. Bis heute wird das Reinheitsgebot hoch geschätzt und ist ein Symbol für die deutsche Brautradition. Die deutsche Brautradition ist auch durch die Vielfalt der Bierstile geprägt. Es gibt helles Bier, dunkles Bier, Weizenbier und viele andere Sorten. Jede mit ihrem eigenen, einzigartigen Geschmack. Viele kleine Brauereien in Deutschland halten an dieser Tradition fest und brauen Bier mit Liebe zum Handwerk und Respekt vor den alten Methoden. In Deutschland ist Bier nicht nur ein Getränk, sondern ein
kulturelles Erbe. Die Menschen feiern ihre Brautradition bei Festen wie dem Oktoberfest in München, wo sie die verschiedenen Biersorten probieren können. Die Kombination aus dem Reinheitsgebot und der Brautradition macht deutsches Bier weltweit bekannt und geschätzt. Es ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Stück Geschichte, das die Menschen verbindet und stolz auf ihre kulturelle Identität macht. Deutschland ist bekannt für die große Vielfalt an Bierstilen, die es zu bieten hat. Jede Region hat ihre eigenen besonderen Arten von Bier, die den Geschmack und die Vorlieben der Menschen vor Ort widerspiegeln. Im Norden Deutschlands findet man oft erfrischende Biere wie das Pilsner. Dieses Bier zeichnet sich durch eine klare, goldene Farbe und einen bitteren Geschmack aus. Es ist besonders beliebt an warmen Sommertagen und passt gut zu traditionellen norddeutschen Gerichten. In Bayern, im Süden des Landes hingegen, ist das Weizenbier populär. Dieses Bier wird aus Weizenmalz hergestellt und hat einen fruchtigen und leicht würzigen Geschmack. Es ist oft in den berühmten bayerischen Biergärten zu finden und begleitet perfekt Brezeln und Weißwurst. Die Region Franken steht im Mittelpunkt für dunklere Biere, wie das Dunkel oder das Bockbier. Diese Biere sind malzig und haben oft süße Noten, was sie zu einer guten Wahl für Liebhaber von kräftigen Aromen macht. Köln in Nordrhein-Westfalen hat sein eigenes, einzigartiges Bier, das Kölsch. Dieses obergärige Bier hat eine helle Farbe
und einen milden Geschmack. Es wird oft in kleinen Gläsern serviert und ist ein wichtiger Bestandteil der kölschen Kultur. Diese Vielfalt an Bierstilen und regionalen Spezialitäten macht die deutsche Bierlandschaft reichhaltig und faszinierend. Von Nord nach Süd, von West nach Ost, jede Region trägt ihre eigene Biertradition und ihre eigenen Geschmacksnuancen bei, die es zu entdecken und zu genießen gilt. In Deutschland ist Bier nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Mittel, um Menschen zusammenzubringen und gesellige Momente zu teilen. Die Bierkultur spielt eine wichtige Rolle in der sozialen Bindung und schafft gemütliche Treffpunkte für Freunde, Familie und Nachbarn. Biergärten sind ein typisches Beispiel für diese gesellige Atmosphäre. Hier treffen sich Menschen im Freien, um unter schattigen Bäumen zu sitzen, kühles Bier zu genießen und dabei angenehme Unterhaltungen zu führen. Die entspannte Umgebung schafft Raum für gemeinsame Erlebnisse und stärkt soziale Bindungen. Auch Brauhäuser und Kneipen spielen eine wichtige Rolle als Treffpunkt für geselliges Beisammensein. Die gemütliche Atmosphäre wird oft von traditioneller Musik begleitet. Menschen teilen nicht nur Bier, sondern auch Geschichten, Lachen und manchmal sogar lokale Spezialitäten. Die Idee des Prost ist mehr als nur ein Trinkspruch. Es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Beim Anstoßen hebt man gemeinsam die Gläser und teilt einen Moment der Freude. Dieser Brauch fördert ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und betont die Bedeutung des Miteinanders.
Traditionelle Feste wie das berühmte Oktoberfest in München sind ein weiterer Höhepunkt sozialer Geselligkeit. Hier kommen Menschen aus aller Welt zusammen, um nicht nur die verschiedenen Biersorten zu probieren, sondern auch die Gemeinschaft zu feiern. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland eine besondere Bewegung in der Bierwelt entwickelt. Die sogenannte Craft-Bier-Bewegung. Kleine, unabhängige Brauereien haben begonnen, kreative und innovative Biere herzustellen, die traditionellen Grenzen der deutschen Bierkultur überschreiten. Die Craft-Bier-Bewegung zeichnet sich durch ihre Experimentierfreude aus. Diese Brauereien probieren neue Zutaten aus, wie exotische Früchte, Gewürze oder unkonventionelle Hopfensorten. Das Ergebnis sind Biere mit vielfältigen Aromen und Geschmacksrichtungen, die sich oft deutlich von den traditionellen Sorten unterscheiden. Die Vielfalt der Craft-Biere spiegelt sich nicht nur in den Zutaten, sondern auch in den Bierstilen wieder. Von intensiv hopfigen IPA, India Pale Ale, bis zu würzigen Varianten, die Auswahl ist so bunt wie nie zuvor. Diese Vielfalt spricht nicht nur Bierenthusiasten an, sondern zieht auch neue Zielgruppen an, die offen für moderne und innovative Biererlebnisse sind. Die Craft-Bier-Bewegung fördert auch eine besondere Nähe zwischen den Brauern und ihren Kunden. Kleine Brauereien setzen oft auf Transparenz und Kommunikation, um ihre Geschichten und die Handwerkskunst hinter dem Bier zu teilen. Dies schafft eine persönliche
Verbindung, die über den bloßen Konsum hinausgeht. Hast du jetzt Durst auf Bier bekommen? Übrigens, was ist dein Lieblingsbier? Schreibe es in die Kommentare. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke an euch, meine Zuschauer. Und danke an meine Patreon- und YouTube-Mitglieder. So, genug geredet. Jetzt die Vokabeln. Das Reinheitsgebot. The Purity Law. Das Gesetz. The Law. Schützen. To protect. Geschätzt. Appreciated. Würzig. Spicy. Stärken. Strengthen. Begleiten. Accompany. Grenzen überschreiten. Cross borders. Geschmacksrichtungen. Flavors. Nicht nur, sondern auch. Not only, but also. Teilen. To share. So, das war es mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.